Na, sieh mal an, ein alter Bekannter. Ich wusste, du würdest hierher kommen. Dass du mich allerdings 100 Jahre warten lässt, hatte ich nicht geahnt. Du bist hier, um Mido Ganons Clown zu entreißen, oder? Dann solltest du dir zuerst einmal die Karte besorgen, die den inneren Aufbau des Titanen zeigt. Das ist der Leitstein, der die Daten der Karte enthält. Meinst du, du kannst ihn erreichen? Sieht aus, als hättest du die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Bamedo regeln. Um Medo zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Jetzt kannst du wirklich mal unter Beweis stellen, ob du als Held was taugst. Yep.
4 Kontrollsiegel fehlen noch. Ich hoffe, du gibst nicht schon auf. Drei Kontrollsiegel stehen dir noch bevor. Langsam kommen wir weiter. Jetzt sind nur noch 2 Kontrollsiegel übrig.
Na sowas, du hast es ja fast geschafft. Nur noch ein Kontrollsiegel übrig. Sieht aus, als hättest du dich selbst übertroffen. Oho, du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit in Gang setzen. Guck mal auf deine Karte. Den großen leuchtenden Punkt siehst du ja wohl, oder? Da musst du hin. Jetzt ist nicht die Zeit, dich auf deinen Lorbeeren auszuruhen.